So, Schnitt, Folge 26. Ja, jetzt bleibt alles noch drin im Video. Es geht weiter. Wir machen da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben, nämlich Foraging und Lesen. Ja, Mili-Weapons lesen. Ja. Es ist immer noch Slow Pace. Aber wenn alles so weitergeht, wie es jetzt ist, dann würde ich denken, dass wir die Folge noch schaffen, den Bruch jetzt fertig zu heilen. Und vielleicht sogar noch nach West Point zu gehen. Eigentlich bin ich sogar versucht. Wie viel Gewicht haben wir denn dabei? 13. Wenn es ein Haufen Zeug geforaged. Das kann ich einfach mal hier auf den Haufen tun. Ja. So. Ja, komm, mach mal weg. Nee, nee, ah, egal. Ja, den wirft er natürlich zuerst raus. Das kommt gleich auf den Kompost. Ja, bei Bären muss man noch vorsichtiger sein als bei den Pilzen und so. Schließlich kann man sich da noch krasser vergiften. Also da ist wirklich. Wenn man zwei von den giftigen Bären komplett isst, dann kann es durchaus sein, dass man daran stirbt. Deswegen, die werde ich nicht in mich reinpressen, ohne vorher zu wissen, was das ist. Wir können das natürlich jetzt ermitteln, indem wir wieder ein Häppchen von essen und so. Darauf habe ich auch gerade wirklich keine Lust. Ja. Jetzt essen wir mal noch einen Salat, würde ich sagen. Den wir uns eben machen, aus Radieschen. Ja. Und aus Karotten und aus Kartoffeln. Ja. Jetzt, ich überlege gerade, ich nehme mal noch jeweils eins mit davon. Also Karotte, ein Radieschen und die Kartoffel. Ach komm, nehmen beide mit. Ja. So, und dann machen wir uns heute zu Fuß auf den Weg nach West Point. Durch den Wald. Foraging. Ich habe das Foraging-Buch dabei. Genau. Da haben wir auch was zu lesen für unterwegs. Den esse ich noch. Halt! Den esse ich noch nicht. Denn wir können noch Pfeilchen dran machen. Den einen Mühe besser zu machen. Ich habe gar nicht geschaut, wie unser Lebensmittel, also wie unser Kochenskill eigentlich steigt. Oh ja, 2 Punkte pro Dings. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr als vorher war, ne? Ja. Und noch Kartoffeln ran. Ja. Die Würze scheinen alle zu sein. Okay. Das habe ich jetzt nur gemacht, um ein bisschen Gewicht zu sparen. So, Zugmodus an. Und dann geht es jetzt im Trippelschritt nach West Point. Das sollte so einigermaßen risikoarm sein, was ich hier treibe. Bis wir da sind, sind wir auch wieder geheilt, denke ich mal stark. Wenn nicht, ja, wir müssen es vorsichtig angehen. Wir haben eine Axt, wir haben eine Waffe mit 13 Schuss. Haben wir noch was? Improvisierten Speer. Eigentlich alles ein bisschen riskant, was wir hier treiben. Paar Socken. Ja, paar Socken müssen mit. Ne. Ach, das wird schon schief gehen. Man muss ja auch mal ein bisschen spontan sein. Und ich würde auch vermuten, mindestens die erste Hälfte der Folge wird sich damit hinziehen, dass wir bis dahin kommen müssen. Ein, zwei Zombies werden wir auf dem Weg auf jeden Fall treffen. Ja, ich mache es in der Nähe der Straße. Da ich hier Shortblade lese, kann ich das dann auch direkt mal zum Kämpfen benutzen. Ja, die Axt will ich jetzt eigentlich noch nicht rausholen. Aber wir schauen mal. Aber wir schlagen hier 3 Fliegen mit einer Klappe, wenn ich das so mache wie jetzt, indem ich sage, ich mache Nahrungssuche, lese und bewege mich nach West Point. Wäre mit dem Auto nicht so einfach gegangen. Und tatsächlich ist es auch relativ risikoarm, wenn ich das hier auf der Straße mache, weil ich ja sehe, was auf mich zukommt. Ja.
Wir sind halt auch unauffälliger als mit dem Auto. Einziger Nachteil wird sein, dass wir hier weniger Loot haben. Bald ist gut. Ja, guck mal. Da kommt auch der erste Kollege. Und dann gucken wir mal, was wir gelernt haben beim Shortblade-Lesen. So, suchen wir das wieder an und wieder weiterlesen. Der bewegt sich schon echt schnell, also ich denke mal, allzu lange wird es nicht mehr dauern, bis der gebrochene Oberschenkel geheilt ist. Ganz schön was los auf der Straße. Immer diese Anhalter. Oh, ein Hut. Schränkt er meine Sicht ein? Nö, dann darf er bleiben. Ja, Schleichen levelt sich auch kleiner ein bisschen. Warum nicht? So, das lesen wir weiter. Haben es ja schon gut zu einem Drittel. Die nehme ich mit. So. Dann lesen wir wieder. Fast. Ignorieren. Und dann euch kann ich leider nicht ignorieren, sonst würde ich es tun. Aber wobei. So, Quatsch. Hat ja Loot für mich. Warum sollte ich euch ignorieren? War kein guten Loot. Bisschen rauszoomen. Ein Stein oder was? Ja. Auf der Straße findet man immer Steine. Brauche ich auch gerade nicht. Ich will mich bloß nicht zu dicht am Waldrand aufhalten, weil es kann ja durchaus sein, dass ein Zombie hinterm Baum lauert. Ja. Dann lesen wir wieder. Was ist das? Bären? Disteln. Nice. Ja, bestimmt auch als sie wird oder was missbrauchen. Da unten stand schon die nächste. Der lange Weg nach West Point. Wisst ihr, was ich gerade überlegt habe? Die nächsten Äste nehmen wir mit und craften ganz viel Speer. Wahrscheinlich eine Hochspannungsleitung. Das müsste ungefähr die Hälfte der Strecke sein. Ah, ich glaube, die kommt jetzt. Ja.
Und ich steig danach aus. Eigentlich erstaunlich, dass hier in der Spielewelt das Stromnetz so lange hält. Also ich kann nicht sagen, wenn das in der echten Welt passieren würde, dass quasi überall Zombies wären und keiner mehr sich ums Stromnetz kümmern würde, dann gibt der Sache irgendwie 20 Stunden oder so und dann ist das Licht aus. Unser Stromnetz wird so krass manuell geregelt, also auch automatisch, aber sehr viel passiert noch manuell, dass ruckzuck alles zusammenbrechen würde. Was nicht heißt, dass es das tut, wenn wir eine Krise haben. Ne? Wir haben immer noch genug Leute, die das machen, aber mal angenommen, die werden alle plötzlich weg. Dann würde das die Versorgung richtig schnell zusammenbrechen. So, haben wir gerade einen Perk gekriegt, ne? Kräutersammler. Ah ja, nice. Kann auch giftige und Wildnahrung identifizieren. Das heißt, im Prinzip müsste man jetzt sehen, ob die Pilze, die man sammelt haben, giftig sind. Wo sind sie? Egal. Sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir einen Pilz sehen. Cool. Wusste ja nicht, dass man das auch so kriegen kann. Das muss auch am Dynamic Trades Mod liegen. Ja. Ich frage mich direkt, ob ich nicht direkt Foraging freilesen sollte. Ah, guck, tatsächlich. Da der kleine Totenschädel sagt, giftig. Daher kann ich die ignorieren. Das waren sogar die, die wir vorhin gegessen haben, ne? Also, yeah. Wenn die bei euch auf dem Spielstand genauso aussehen, die Pilze, und ihr habt diesen Perk nicht, kann es aber durchaus sein, dass die essbar sind. Wie gesagt, es wird pro Durchgang neu entschieden, welcher Pilz giftig ist und welcher nicht. Oh, das gibt ja jetzt plötzlich so wenig EP. Ach komm, dann lassen wir das erstmal ein bisschen angenehmer zum Zugucken und ich mache halt so. Wenn man ganz hier chillt, kann ich. Okay, jetzt gibt es keinen Knopf, den ich dich benutzen könnte, um zu lesen und gleichzeitig zu laufen und dabei vorzuspulen. Hier geht es einfach so, ich chillt nach West Point. Bin ich auch schon bald eine Viertelstunde unterwegs. Oh, was ist denn das? Da hätte ich noch ein bisschen mal übersehen. Zelte. Mitten im Wald. Eine Suppe. Die mit einem Eintopf gekocht, bevor es vorbei war. Das ist nice. Das esse ich direkt mal. Und das trinke ich direkt mal. Und dann kommt der Rest mit. Ja. Es stellt sich sogar mir die Frage, ob ich mir ein Zelt mitnehmen sollte. Die Antwort ist ja. Ja. Ist nämlich ganz praktisch. Ich kann irgendwo ausstellen und unter dem Wald pennen. Beziehungsweise man kann es auch im Haus aufstellen und man wird immer eine gute Stelle haben, wo man schlafen kann. Und im Zweifel, wenn ich es nicht brauche, kann ich es immer noch rauswerfen. So. Ja, ich lege mal noch weiter meine Shortwaffen.
Das interessiert mich auch mal. Gräber. Ich kann mir vorstellen, dass die auch zufällig von der Spielewelt da reingespawnt werden. Ist das interessant? Also ich will jetzt hier eigentlich gar nicht Gräber. Jener scheint wieder rausgekommen zu sein. Oh, interessant. Sogar mit Schaufel. Jetzt wieder einflaschen. Oh. Sehr interessant, wirklich. Mit ein bisschen Glück finden wir am West Point auch ein funktionierendes Auto und können wieder zurückfahren. Jetzt habe ich zwar keinen Sprit mit, aber das Problem kriegen wir auch gelöst. Tja, wie man sogar schleichen und lesen kann. Der Mann ist echt ein Multitasking-Genie. So. Dann können wir auch mal diese beiden Wracks hier untersuchen. Was Interessantes drin. Schraubendreher, okay. Noch ein Schraubendreher. Und du hast was im Rücken stecken? Was ist das? Wie ein Knüppel, hä? Was hattet ihr da im Rücken? Cyberschlinge? Hä? Ist das eine Axt? Ich meine, da steht klar, es ist eine Kletteraxt, ja. Welchen Zustand hat die? Wir probieren die mal aus. Ah, geht nicht. Wobei. Jetzt läuft die neue. Ich rüste die mal aus. Das war recht flink. Schön Einhandachs zu sein. Ja. Ah, das ist mein Flink-Skill gelevelt. Boah, ist die schnell. Das ist ja nice. Boah. Krass. Ich würde sagen, da rennen wir mal ein bisschen rum. So, eigentlich müssen wir uns auch bald der West Point nähern. Man könnte jetzt sagen, die Anzeichen sind da, es kommen Zombies und das ist aber nur bedingt richtig, weil wir sind, wie wir festgestellt haben, sind ja überall hier Zombies und der Hubschrauber hat die nochmal zusätzlich verteilt, also das muss auch gar nichts heißen. Ja, ein paar sind ja da, aber. So. Ich müsste gerne mal, da steht ja hier Renngeschwindigkeitsmodifikator 1.1. Ne? Ich habe in der vorigen Folge schon mal angedeutet, dass das noch nicht implementiert ist, aber ich wüsste gerne mal, wie sich das auswirkt, wenn es implementiert wäre. Weil das ist ja 10% schneller Rennen im Endeffekt. Das wäre schon ganz cool. Boah, ist diese Axt gut. Vielleicht
denke ich auch bloß, dass die gut ist, weil sie so ein krasses Geräusch macht, aber die haut halt auch verdammt schnell zu. Aus welchem Mod kommt die? Scrap Weapons. Aha. Ding abgeht, ist ja nicht mehr feierlich. Ich möchte mal wissen, wie effektiv die ist, wenn ich Axt auf Level 10 habe. Na, noch einer. Ganz schön weiter Weg. Und danke dafür, dass du die Geräusche machst, sonst hättest du mir nämlich in den Rücken gefallen, ohne dass ich es bemerkt hätte. Ah, da kommt eine Kurve. Ich glaube, an der Kurve ist ein Westpoint. Das ist eine ganze Gruppe. Wir versuchen mal einzeln zu uns zu locken, ja. Das ist gut. Ich denke mal mit 3 oder 4 können wir uns aufnehmen. Danach wird es langsam kritisch. Ja. Von Marchwitch. Da wollen wir noch nicht hin. So, auch eine nette Stadt. So, jetzt kommen 3. Wie sieht es denn aus? Ja, muss ich gleich nochmal schauen. Wenn wir die tot haben, schauen wir nochmal unter die Schiene. Ob sich vielleicht ein bisschen Heilungsprozess eingestellt hat. Nee, ist immer noch gebrochen.
So. Auch steuertechnisch ist auch ziemlich gut, was die Axt macht. Also kann mich wirklich nicht beschweren. Die verliert auch kaum meine Haltbarkeit. Ich will nicht sagen, die ist overpowered, aber ist ziemlich gut. Schaden ist weniger als bei der Zweihandachse, aber das ist ja auch zu erwarten, wenn man die noch mit Inner trägt. Hat eigentlich noch den Vorteil, dass man in die andere Hand noch andere Dinge nehmen könnte, ne? Einen Rucksack oder eine Reisetasche oder was auch immer. Muss doch was im Rücken stecken, wahrscheinlich ein Küchenmesser oder so. Ja. Ja, komm. Ich stehe jetzt so da und überlegt, machst du die Bäden da oben noch weg? Aber ja, mache ich. Weil die laufen mir dann eh auf die Straße irgendwann und dann vors Auto. Und, ja. Und dann machen sie wieder die Motorhaube kaputt. Ich glaube, da oben war doch einer in den Bäumen, ja. Der Schelm versteckt sich da. Jetzt, ich habe keine Lust, den da zu verfolgen. Wir wollen ja auch mal in West Point ankommen. Ich schleich mal rein. Kann weiter lesen. Ich muss atmen. Ah, ja, da kommt einer. Zwei. Also das war vom Spiel gerade auch sehr nett, muss ich sagen, dass die Zombies, die haben ja tatsächlich ein bisschen unterschiedliche Stimmen und Geräusche. Und daran konnte ich gerade hören, dass es mindestens zwei waren. Deswegen habe ich jetzt auch im Kampf gegen den Einzelnen in den Rückzug angetreten, weil ich befürchtet habe, dass mir einer in die Flanke fällt oder so. Und genauso ist es ja auch gekommen. Und dann möchte man lieber mal den Rückzug antreten. Wo man hier fressen wird. Das sind viele. Das ist schlau.
Noch ist die Situation unter Kontrolle. Da kann ich solche Spielchen noch machen. Zumal ja mir das sogar ein bisschen was nutzt, wenn die Pistole die Zombies ja aus den Büschen lockt. Oh, meine Ausdauer ist schlecht, deswegen mal wenig Schaden. Okay. Ah, jetzt ist wieder ein bisschen ruhigeres Spiel angesagt. Ah, da war noch einer. Komm bestimmt hier raus. Den Block. Mal was essen. Mal sehen, ob das ein bisschen der Ausdauerregeneration hilft. Ich glaube eher nicht. Und scheinbar habe ich noch Pilze im Inventar, sonst würde mir das nicht auf das Rezept anbieten. Ach guck mal, den Lauch kann ich auch so reinmachen. Cool. Kartoffeln noch. So. Ein bisschen Würz. Ich möchte erst mal wissen, ob der Pilz giftig ist, bevor ich ihn hinzufüge. Sieht mir aber nicht so aus. Na gut, beim nächsten Salat dann. Schon wieder sehr riskant unterwegs. Hätten wir jetzt auch ohne weiteres in den Rücken beißen können. Ach, komm, lass. So, anstreben, unglücklich. Trinken wir mal eine Viertelflasche Bourbon, würde ich sagen. Oha, wieder eine Gruppe. Die weg oder ignoriere mal die. Ich setze mich mal kurz auf den Boden. Wie sieht es denn überhaupt aus? Da oben ist so eine Riesengruppe, wie es scheint. Und in der Richtung ist aber die Luft rein. Und da auch. So. Und ja, warte mal kurz, bis die Ausdauer regeneriert ist. Und dann wischen wir die hier auf. 2, 4, 6, 7. Ja, ist machbar. Ja, nur mit voller Ausdauer. Und wir sind nämlich auch bald wieder so müde. Und dann müssen. Das geht so nicht. Ich spule bewusst nicht vor, weil man wohl ein bisschen vielleicht. Ah, gut, da ist auch noch einer. Das ist fast so, als wollten die immer weglaufen, wenn man sich auf die zubewegt, ne, beim Schleichen. Das kann sogar so sein, dass das so programmiert ist, dass das Spiel sagt, ordne die mal neu. Wenn sich der Spieler nähert. Einfach damit es ein bisschen spannender ist. Mit. Was sind eigentlich gerade für Stiefel?
Ach, genau so, weil ich solche. Gucken auch alle von mir weg, ne? Gucken, ob ich es geschafft habe, nur zwei anzulocken. Drei. Sehr gut. Scheinbar spielt meine Ermüdung schon ziemlich krass mit rein. Bei einer Ausdauer kann es nicht liegen, dass ich gerade so wenig Schaden mache. Oh, Duct Tape. Schauen wir mal hier oben einen Unterschlupf finden. Ja, auch nicht. Ja, ganz ehrlich, halte ich das für keine gute Idee, da zu unterschlupfen. Weil da ist so viel los. Das geht leider noch nicht so. Wir haben ein Zelt gefunden. Will ich mal irgendwas tun? Wir können halt auch nicht fliehen mit unserer Verletzung. Ne? Ich sprinte jetzt gerade übrigens. Das ist Sprinten. Ich stelle das Zelt hier unten auf und dann. Achso, ich kann, ich glaube, so einfach mit Rechtsklick, ne? Zelt aufstellen, genau. Ich hole es gerade auch in den Rucksack. Dann schlaf mal ein bisschen. Übrigens, was mir beim letzten Mal ein bisschen durch die Lappen gegangen ist, ne? Ich bin es hier runter, dass ich auf dem Multiplayer-Server aufstehen kann, den ich will. Ne? Man drückt auf Schlafen und drückt dann halt auf die, guckt auf die Uhrzeit, und wenn die Uhrzeit ist, macht man Rechtsklick, ist man wieder wach. Geht im Singleplayer nicht. Aber wenn ich jetzt sage, es ist 19:40 und ich will eigentlich nicht die ganze Nacht verschlafen, dann könnte ich mir meine Uhr stellen. Eine Armbanduhr. Und dann würde die Piepsen und mich wach machen. Aber ich glaube, ich kann gerade keine Anzahl an Zeit schlafen, die mir viel nutzen würde. Sprich, ja. Oh. Das ist aber ungünstig. Na gut, da müssen wir jetzt durch. Ich versuche mal jetzt hier nach rechts irgendwo. Ich höre einen Zombie. Oh, und da kommt er. Ich versuche jetzt mal hier einen Weg zu finden, in die Stadt zu gelangen. Und dass wir dort eine trockene Stelle haben, wo wir unterkommen können. Schauen wir uns nochmal das Bein an. Immer noch gebrochen. Verdächtig weniger geworden, okay. Und dafür sind dort mindestens 10. Ich könnte natürlich rumschießen und dann würde ich die ganze Nachbarschaft zu mir locken und hätte dementsprechend danach vielleicht ein bisschen Freiraum. Aber das überlege ich mir noch.
Hau drauf. Kleber nehme ich mit, kann man dann schnüffeln gegen die Depression. Ah, drei Stück. Ah, es regnet nicht mehr. Stürme ich gerade nicht. Diese Riesengruppe da unten beunruhigt mich ein ganz klein wenig. Okay, ist abgeschlossen. Ich versuche mal mich hinter dem Imbiss hier lang zu schleichen. Wenn sie so einzeln kommen wie jetzt, war nicht ganz easy. Der Verdacht, hier sind welche drin. Ne? Aber ich höre dieses. Ach nee, der will rein, ne? Deswegen macht er das Geräusch. Ich will auch rein, aber. Das heißt nicht, das ist hier gleich wie so eine Fliege am Fensterkleber. Da sind noch mehr. Ach, der da. Schleicher. Das ist der Grund, warum ich immer nach hinten gucke. Bevor ich mich mit welchen anlege. Scheinbar haben die irgendwas gegen das Fenster. Puh. Noch mehr Klebeband. Nehme ich gerne. Nummer 3. Nichts, okay. Abgeschlossen. Mal in den Müllcontainer gucken. Hamburger Sportverein. was ist das eigentlich? Ah, lese ich jetzt nicht. Okay, ist abgeschlossen. Ja, irgendwo war der Vorschlaghammer, ne? Supermarkt,
Bitte sei offen. Oh nein. Dann wird nicht richtig. So, war das tolle laut. Schön, weil ich keine Aufmerksamkeit erregt. Wegen 24 Stunden lang geöffnet. Eine Lüge. Ist hier draußen jemand dran oder was? Oh, jetzt erstmal ein bisschen was, um wieder, um hier nicht vom Fleische zu fallen. Das macht ihn gleichzeitig noch ein bisschen glücklich. Also, das wollen wir mehr. Arbeitslos. Und das in der Apokalypse. Ach, ach, ach. Und ich müsste mal zum Arbeitsamt gehen hier, ne? Damit die mir irgendwelche Maßnahmen aufbrummen können. So. Auf Chips hätte ich jetzt auch Lust, denn nicht. Das ist ein mega leckerer Kram. Müsli-Riegel nehme ich auch direkt. Schokoladenkuchen auch. Ich will, dass hier die Kalorien ein bisschen auf Normalniveau sind. Ja. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Schließen diese Tür. Wie sieht's aus? Ich würde jetzt mal vielleicht das Nahrungssuchbuch nehmen und mich auf den Boden setzen. Dann spulen wir einfach mal ein bisschen vor. Ja. Dann geht's eigentlich noch schneller, wenn ich auf das U drücke. Ach krass, ja, scheinbar schon. Dann warten wir die Nacht jetzt hier einfach mal drin ab. Wir sind ja im Hinterzimmer immer recht sicher, weil wir hier können reingucken. Kein Zombie vermutet uns hier drin und die werden dementsprechend nicht klopfen kommen. Ja. Wir haben natürlich jetzt wieder ein bisschen Müdigkeit generiert, weil die ganze Nacht wach waren. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Und haben ein ganzes Buch fertig gelesen, also passt schon. So, das machen wir hier. Gucken wir nochmal, was es hier zu holen gibt. Hier wäre auch noch eine Tür gewesen. Die vielleicht nicht mehr das Fenster einschlagen brauchen. Aber How to use Generator, das war jetzt nicht dabei, ne? Gut. Essen habe ich es gerade nicht abgesehen, deswegen mir ist es ziemlich egal. Ja, da oben. Vor die Tür, da könnten Zombies drin sein. Da scheint erstmal nichts zu sein. Well, Steuerung. Fitness scheint die Level zu sein. Oder Axt. Mal schauen. Flink ist sie levelt. Oh. Na, nett. Nee, aber Fitness ist auch eins höher, ja. Ja, das gefällt mir. Ja, wieder einer weniger.
Jetzt schauen wir mal da oben rein. For lease, kann man mieten. Oder pachten. Pachten ist bei Schiffen. Da oben noch eben zwischen die Zäune verschwinden sehen. Ein Kleidungsgeschäft. Hier locken wir mal raus. Schön noch mehr Magazine und so zu sein. Oh, ihr seid aber auch wirklich wieder ein paar Deppen, ne? So. Was ist hier drin? Oh. Das ist dasselbe Geschäft. Und hier? Einsame Verwaltungsangestellte. Ich denke mal, der wird uns sein Büro liebend gern zur Verfügung stellen. Dann können wir da drin nämlich die Folge beenden. Auch vorher mache ich hier ein bisschen sauber. Weil ich werde jetzt hier nach der Folge erstmal eine Aufnahmepause machen und dann könnte ich meinen Kopf ein bisschen frei haben. Das nächste Mal wieder anfangen. Das ist gut. Ich überlege, ob ich die noch schnell lesen sollte. Kennt ihr das hier weg? Schneekugeln? Ich kenne das nicht, aber es klingt lecker. Ja, machen wir das hier noch schnell fertig. Ja. Ja. Ist hier noch was Interessantes? Nee. Die lese ich mal. Ich glaube, die Comichefte waren auch sehr gut, um ein bisschen runterzukommen, was den Stress angeht. Deswegen mache ich das mal eben. Ich will Zombies. Oh, warte mal. Das sollte ich mir mal angucken. In Marchwitch. Na gut. Da sind wir noch reinig. Jetzt schauen wir hier noch kurz rein. Was macht ihr denn hier? Fensterschau. Ja. Die nehme ich mit, weil ich die Waffe dafür gerade dabei habe. So. Ah ja, wir sind schon wieder depressiv. Oh. Gut. Also. Ach Mensch, Leute. Die drei noch weg. Die paar noch weg. Boah, wie weit das reicht. Na gut. Dann machen wir das jetzt so. Zum Folgenende.
kommen die alle noch her? Dort hat er noch aufgeräumt. Ist mehr los, als ich erwartet habe. Aber ich habe ja gesagt, ich will ein bisschen Ruhe haben, wenn ich die nächste Folge anfange und da ist mir das jetzt die Sache wert. Na los. Ah, Mann. Da der Mu. So, jetzt nehmen wir wieder diese Axt. So. Gut, Leute, damit beenden wir die Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ja, hoffe, ihr hattet Spaß. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir mal ein bisschen hier in der Stadt, in West Point, erkunden. Ja, freue ich mich schon drauf. Mal sehen, was wir so finden in den Häusern und den Garagen. Ja, auf jeden Fall bis dann. Macht's gut.